Bei dem stört mich gar nicht so sehr die große Niere, sondern eher die Umrandung dieser Niere. Die ist so groß geworden. Sophie. Was man tatsächlich leider sagen muss, ist, dass diese Autos sich alle so dermaßen angeglichen haben, dass so, dass da ja mehr... Ja, und nicht nur optisch, sondern jetzt... No, we have an appointment over. After that, you're very welcome to come and stand and have a look at the cars. Thank you. Da hinten hoch, oder was? Ne, hier, glaube ich, ne? Hier, den. Downstairs. Okay. Und gleich am Ende nicht vergessen, wir brauchen noch ein Bild dann. Klatsch mal einmal. Sehr gut. Also, lieber Sepp, du möchtest mir jetzt erzählen, dass das hier ein richtig gutes Auto ist und womöglich auch noch, dass der besser ist als der Vorgänger, ja? Genau, Jan. Genau, Jan und ich sind hier heute schon den ganzen Tag irgendwie durch die BMW-Welt geschlichen und immer wieder sind wir drauf gekommen, dass der Einser ja doch irgendwie polarisiert und ich sage, dieser Einser hat's in sich. Der ist einfach genial geworden. Im Gegensatz zum Vorgänger hat sich ja einiges getan. Wir können ja mal vorne anfangen. Aber du weißt schon, welche Argumente ich gleich bringe, ne? Also nur für den Hinterkopf. Ich lasse dich jetzt gerne erstmal deine Argumente bringen und dann... Ja, ja, kannst du gerne tun. Ne? Alles klar. Okay. So, gucken wir uns die Front nochmal an. Ne? Ja. Vom M135i, so wie wir ihn hier vorfinden, ja? Mit der schönen neuen großen Niere. Ja? Ja, also ich hätte ja an deiner Stelle hinten angefangen, ja, weil das ist viel, ich finde, das ist nicht unbedingt die Sahneseite des Autos, aber warum meine ich nicht? Also ich finde, die Niere ist zu groß. Ich mag diese dicke Umrandung auch nicht besonders gerne. Ja, also das sind eigentlich so die Hauptkritikpunkte, aber die sind schon relativ groß, meiner Meinung nach. Ja gut, aber wenn du schon so ein M135 hast, dann willst du auch dicke Niere machen und das macht er auch. So, aber kommen wir mal ein bisschen tiefer. Okay. Also Geschmackssache, ne? Alles klar, da können wir uns drauf einigen. Genau, ansonsten sieht er doch relativ böse aus. Ja. Lufteinlässe, die LED-Scheinwerfer. Also, ich finde die Front auf jeden Fall schon mal gelungen und aggressiver als beim Vorgänger und mit ein bisschen böserem Blick ausgestattet auch. Ja, also wenn jetzt quasi eine Niere für zwei wäre, das wäre okay. Also so und das in die Mitte, dann könnten wir uns drauf einigen. Aber gut. Ich sag dir, du gewöhnst dich dran. Das mag sein. Gucken wir mal auf die Seitenlinie. Da fallen natürlich diese neuen Proportionen extrem auf, finde ich. Also hinten kurze Überhänge, vorne kurze Überhänge. Und also das ist ein Einser, so wie ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Und das Schöne ist, was du ja jetzt auch hast, ist Platz im Fond und im Kofferraum. Ist das nicht ein Ding? Ja, stimmt soweit. Also mehr Platz hat er, aber das wäre auch das Mindeste, wenn er jetzt nicht mehr Platz hätte. Ja? Und im Kofferraum, das sind 20 Liter. Ja? Okay, also das ist schon mal, das sind 20 Milchtüten, das muss man sich vorstellen. 20 Milchtüten, ja. Wenn du ein bisschen geschickt packst, ist es ungefähr das Gleiche wie vorher, einigen wir uns drauf. Na, ein bisschen mehr ist es schon. Okay, aber jetzt kommen meine Kritikpunkte. Nee, ich bin noch nicht ganz fertig. Ach so, alles klar. Jetzt kommen wir nochmal zum Heck. Ja, okay, jetzt kommen wir nochmal zum Heck. Und dann können wir über alles andere reden. Erstmal so die Äußerlichkeiten. Ne? Okay. Heck finde ich auch echt gelungen. Ne? Da gebe ich dir übrigens recht. Das Heck, da können wir uns auf schön einigen. Schön hier mit den dicken beiden Rohren, mit dem Diffusor hier unten. Ja. Auch mit den angedeuteten Lufteinlässen hier. Okay. Auch die Leuchtengrafik hier beim Einser finde ich ist gelungen. Sieht stimmig aus. Okay, der Schriftzug hier, M135i, der wird irgendwie gefühlt immer länger, aber sei es drum. Kannst ja auch abbestellen, ne? Kannst auch abbestellen, genau. Hinten mit dem, finde ich, kann man machen. Da, wie gesagt, ne? Gebe ich dir recht. Ja. Heck gefällt mir auch, finde ich, sieht bullig aus. Ja. Das passt. So. So. Und nun? Und nun kommen wir zum größten Kritikpunkt. Ja. Eigentlich sind das ja zwei, ne? Also, erstmal dieses Auto, kein Hinterradantrieb mehr, ja? Also? Das ist jetzt aber keine große Überraschung. Nee, ist keine Überraschung, aber das macht es ja nicht besser. Das weiß man ja noch nicht. Wir sind beide noch nicht gefahren, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen. Also, es wird ein Unterschied sein. Es wird ein Unterschied sein. So. Eine Sache, kein Hinterradantrieb mehr. Zweite Sache, kein Sechszylinder mehr. Wir haben zwar auch im M135i jetzt 306 PS, okay. Aber es gab ja auch mal einen M140i und der hatte nicht nur einen Sechszylinder, der hat auch 340 PS. Und M140i klingt auch ein bisschen
besser als M135i. Und jetzt kommen wir zu meiner Frage. Mhm. Warum sollte ich denn jetzt, wenn der Wagen keinen Hinterradantrieb mehr hat und keinen Sechszylinder mehr, das waren die beiden Alleinstellungsmerkmale, warum sollte ich mir denn jetzt den kaufen und nicht einen A3 oder eine A-Klasse? Die haben auch, also zumindest der A35 hat auch über 300 PS, keinen Sechszylinder, keinen Hinterradantrieb. Also, verkauf mir den Wagen jetzt mal. Ja, also gebe ich dir erstmal recht, wenn du einen Sechszylinder haben willst, greif halt zum Zweier. Da gibt es den dann noch. Ja. Du hast hier das wesentlich modernere Auto. Ne? Ja. Du fährst ökonomisch, ökologisch und hast trotzdem ordentlich Bums. Ja? Aber ich fahre nicht mehr quer. Ja, das wird sich ja noch zeigen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich bin mir sicher, dass die sich da auch ein paar Gedanken gemacht haben. Ja. Weil du sicherlich auch nicht der Einzige sein wirst, der sagt, Frontantrieb hier beim Einser und dann noch alles furchtbar. Das ist ja, ne, man muss ja auch mal ein bisschen in die Zukunft denken. Ja. Und ich kann verstehen, dass du einem Sechszylinder hinterher jammerst. Persönlich bin auch ein Freund von vielen Zylindern. Aber auch dieses Motörchen, der kleine neue Vierzylinder mit 306 PS und Frontantrieb, der ist mit Sicherheit auch auf einer Rennstrecke zu fahren und das macht mit Sicherheit auch Spaß. Und ich glaube einfach, dass die Geschichte dieser Automobile, egal jetzt, ob das jetzt ein A3 ist oder eine A-Klasse ist, ganz ehrlich, ey, die haben sich alle so dermaßen angenähert, haben alle fast die gleichen Ausmaße. Also das ist dann wirklich Geschmackssache. Bin ich BMW-Fanboy, bin ich ein Mercedes oder bin ich doch lieber für Audi? Das ist am Ende Geschmackssache. Und wenn du dann sagst, okay, ich kaufe mir den Vorgänger, kann ich das verstehen? Auf der anderen Seite, wo gibt es denn dann noch einen Sechszylinder? Hast du selber schon gesagt. Also, genau. Und irgendwann sind diese Autos dann noch ausgestorben. Ja, dann stell dir einen hin und mach in 30 Jahren H-Kennzeichen dran. Aber wer in die Zukunft fährt, der fährt mit so einem Auto. Außerdem, ich muss dich ja zumindest noch mal hier mit einer Sache unterstützen. Es gibt ihn ja auch mit Allrad. Also das ist vielleicht noch ein Kompromiss, auf den man sich einigen kann. Ist zwar nicht ganz so spaßig wie der Hinterradantrieb, aber es gibt ihn ja, wie gesagt, wenigstens mit Allrad. Ich glaube, wir können uns trotzdem darauf einigen. Ich würde mir jetzt noch mal das Auslaufmodell sichern. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch noch gute Rabatte. Muss man mal gucken, was man da so raushandeln kann. Und du sagst, du nimmst hier den neuen. Ich bin ein bisschen konservativer drauf. Ich nehme den hier. Oder, ich habe noch einen Vorschlag für dich, bisschen sparen und dann den M5 kaufen. Auch eine gute Variante. Als Competition. Ja, da können wir uns drauf einigen. So, dann nehme ich dich auch mal mit. Ja, vorbei, ne? Ja. Sehr gut.